Hallo, wir sind hier in Karlsruhe. Wir sind der 18. Juli 2016. Ich komme gerade aus dem Landgericht, wo der Prozess stattgefunden hat über die Verwendung der Swastika, der religiösen Hakenkreuze, die ich anwende, um deren Rehabilitation in Deutschland zu erreichen. Sie ist hier auch auf unserem Zeichen zu erkennen und stellt das Emblem der Elohim, unserer Schöpfer, die in der Bibel Gott genannt werden, dar. Das Gericht hat das Urteil des Amtsgerichts unverändert gelassen. Das heißt, es kann zwar anerkennen, dass es Hakenkreuze bzw. Swastikas gibt auf offiziellen Gebäuden, zum Beispiel am Amtssitz des Bundespräsidenten, ja, Schloss Bellevue, auf der ganzen Vorderfront. Es kann auch verstehen, dass es solche welche gibt am eigenen Landgerichtsgebäude. Aber wenn es darum geht, religiösen Swastikas anzuerkennen, dann tut es sich schwer. So steht es heute. Und ich möchte noch erinnern, dass wir vor ein paar Wochen erst eine Aktion hatten zur Rehabilitation der Swastika. Da haben wir hier im Zentrum eine Demo gehabt. Bei dieser Demo wurde auch erstmals jetzt Swastikas erlaubt, zum Beispiel Bilder von Buddha-Statuen, auf denen Swastikas sind, Bilder vom Dalai Lama, der ebenfalls auf seinem Rednerpult, je nachdem wo er ist, Swastikas benutzt, Bilder aus Israel, wo auch bei archäologischen Funden in alten Synagogen Swastikas zu finden sind. Das alles ist akzeptiert, solange es um Bilder geht. Wenn ich aber einfach nur dieses Zeichen benutzen will und beweisen kann, dass es religiöse Zeichen sind, dann hat das Gericht Probleme damit, natürlich die Staatsanwaltschaft sowieso. Und so stehen wir heute. Das heißt, wir werden jetzt Revision beantragen und dann geht es weiter. Jedenfalls würde ich die Hilfe von jedem benötigen, der Swastikas als religiöses Zeichen verehrt, gut heißt. Also bitte unterstützen Sie mich, damit endlich jede Religion wieder, auch in Deutschland, religiöse Swastikas benutzen kann. Symbole, die ihr seit Tausenden von Jahren gehören. Und damit endlich die Menschen hier erfahren können, dass das etwas anderes ist als nur eine Erfindung der Nationalsozialisten, was eigentlich nicht der Fall ist. Danke, bis demnächst.